glaube, mehr Kinder, als wir denken, sind schon in einem bestimmten Lern- und Arbeitspensum, was sich nicht unbedingt an ihren Fragen an die Welt orientiert. Und sie können im Rhythmikunterricht eigengewähltes und eigengestaltetes erleben. Und zwar in ihrer Zeit, in ihrem Tempo, in ihrer Phrasierung. Jack in the box ist da. Jack in the box ist da. Kleiner Mann, der in der Kiste wohnt. 2, 3, 4. Kleiner Mann, der in der Kiste wohnt. Ganz genau mit der Zunge. Kleiner Mann, der in der Kiste wohnt. 2, 3, go. Kleiner Mann, der in der Kiste wohnt. Wir haben also jetzt 2 Stunden an Jack in the Box gearbeitet, ein Stück von Satie in der Grundschule. Und zwar haben wir mit einem Rhythmus begonnen, dem ich einen Text unterlegt habe. Den Text habe ich den Kindern vorgesprochen, dann haben sie es nachgesprochen. Sie haben eine Melodie, die Melodie direkt vom Stück, die sie vorher gehört haben, dazu gesungen. Dann haben wir es in die Hände genommen als Rhythmus, in den Raum nach Improvisation von mir. Und dann noch innerhalb eines Spinnnetzes, da war die Vorstellung von Jack in the Box, der Geschichte dann im Raum in die Füße genommen. Und dann ging es so weiter. Also immer mit einem Thema kann ich in unterschiedliche Beziehungen und Bezüge gehen, die aber alle was mit der Musik und dem Stück zu tun haben. Die Rhythmik trennt nicht die Künste, sondern sie verbindet sie. Wenn die Kinder auf dem Rücken spielen, mit auch den Rhythmus vielleicht noch dazu singen oder sie hören die Musik, dann wird die Ausdehnung auch im Raum plötzlich sichtbar. Sie haben eigentlich nur den Rhythmus, den sie eben schon im Ohr hatten. Die Artikulation ist schon ein bisschen klarer geworden und sie automatisch nehmen sie aber den Rücken als Partiturfläche und gehen, wenn der Ton hoch geht, hoch oder gehen in die Ausdehnung, wenn der Raum der Harmonie sich zum Beispiel erweitert. Und wenn dann der Transfer in die grafische Partitur, die ich vorbereitet habe, geht, dann können sie diesem musikalischen Zug sozusagen weiter mitgehen. Sie sehen also Wir haben das aber eigentlich eben schon genauso gespürt und es gibt in jedem Schritt eine Vertiefung mehr für wirklich das musikalische Geschehen. Jetzt seid ihr Seiltänzerinnen. Ihr stellt euch ein Seil gerade gezogen vor und go. Wenn ich jetzt konkret sage, was waren die Inhalte? Die Rhythmusvermittlung, den Rhythmus, den ich in unterschiedlichsten Ebenen immer wieder erlebe. Phrasierung, Jack in the Box ist da, Jack in the Box ist da. Kleiner Mann, der aus der Kiste springt. Ganz klarer Anfang der Phrasierung, ganz klares Ende. Die Kinder können sich nochmal aufräumen. Ah, jetzt wechsle ich die Richtung. Haben also ein Gefühl für einen Bogen in der Musik. Die Artikulation wird immer klarer. Ich beginne mit den Händen, auf dem Rücken, dann mit den Essstäbchen, dann in die Füße. Es wird also, sie kriegen bei jedem Schritt ein klareres Gefühl für die Artikulation. Die Melodieentwicklung kann sich immer mehr setzen und das Leben, diesen Charakter des Jack in the Box, der wird immer klarer. 2, 3 and go. Back, snap 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 and go.